Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Bis zur Kapitel 6. Beim letzten Mal haben wir geschaut, dass wir unsere Bienen mehr oder weniger automatisch hinbekommen. Und ich habe dir mal was vorbereitet. ja. Ich habe doch mal eine extra Stufe draufgesetzt. Und auch noch ein paar mehr Bienen gemacht. ja, ich habe die Radioactive Bees gemacht für Uran. Ich habe noch unsere Blast Bees auf Vordermann gebracht. Die gesamte untere Ebene hier ist natürlich auch komplett belastet, sage ich mal jetzt. Hier mal ein paar Slimy Bees. Dann haben wir hier noch Crystalline Bees. So, leider nicht ab. Dauert wahrscheinlich aber einen Moment, weil da gerade von oben was drin ist. Was da ist gleich geblieben. Glowstone Fluix, dachte ich mir, wäre aber nicht schlecht. Und selbstverständlich halt auch Certus Bean. Steel Beast war, glaube ich, das letzte, was wir so gemacht haben. Ja, ist alles fertig soweit. Und ich warte jetzt gerade darauf, dass hier oben noch der zweite Scallopy spawnt. Ich habe ja schon zwei Zombies, aber naja, nicht gerade das, was wir brauchen. Zusätzlich warte ich, dass hier hinten im Forest hier noch eine Blue Cuckoo spawnt. Oder Blue Neon Cuckoo, was auch immer, um Osmium Bees zu machen. Weil das sind halt auch Dinge, die wir brauchen. Ich muss eigentlich auch mal auf die Kisten hier, in die Kisten hier reinschauen. Oh, ist ein bisschen was. Ja, und so sieht das Ganze dann halt jetzt aus. Da hinten halt noch nicht, weil. Ne? Okay. Ich habe jetzt schon ein paar Stunden ein bisschen AFK rumgestanden, habe noch ein paar Kleinigkeiten nebenbei gemacht. Bis ich mir dann jetzt irgendwann dachte, okay. Reicht jetzt auch. Wollen wir mal endlich mal was machen. Wie gesagt, noch kurz hier am checken, ob hier alles tutti paletti ist. Hier müssen wir uns unbedingt was einfallen lassen. Und mit einfallen lassen meine ich, ich will jetzt erstmal so schnell wie möglich auf das QIO gehen. Surprise, surprise. Damit ich halt ganz Mist nicht Hand machen muss. Allgemein will ich jetzt, dass wir in Mechanism erstmal ein bisschen weiter durchballern. Und ich habe eine Neverite Paxe. Die macht man so. Ganz einfach. Ja, ich habe hier alle unsere Sachen mit Speed und Energy geupgradet. Ich habe unseren Reaktor geupgradet. Können wir hier auch in den Quests nachsehen. Bauer. Habe ich upgraded hoch bis auf Spirited, weil für Nitro braucht man Neverstars. Die Energizing Rods habe ich auch soweit alles hochgewertet auf die Stufen. Und ich habe halt gewartet mit den Questbelohnungen annehmen. Ich dachte mir, wäre vielleicht interessant, dass so zumindest noch eine Aufnahme zu haben, ne? Okay. Jetzt noch so. Oh, was wir alles bekommen haben. War jetzt nicht ganz so geil, okay. Basic Tools. Oh lol. Wow. Diamond 2 Level, use get Obsidian Neverite. Okay. Ja, warum sowas hier da ist, verstehe ich jetzt nicht, aber wenn so mein. Building Tips. Also, ja, gut. Plop. Was war das hier von. C3? Gut, räumen wir erstmal auf hier wieder. So. Okidoki.
Ja, ich bin jetzt eigentlich gerade dabei gewesen, die hier aufzuwerten. Also in den ganzen Tiers aufzusteigen lassen. Ich habe übrigens auch nebenbei unser Jetpack auf Emerald hochgezogen. Also nebenbei. So, jetzt brauchen wir hier noch 5. 5 von den Jungs. Also wir brauchen 10 von denen hier. Hier. Wir brauchen insgesamt 16 von euch. Weil wir dann 20 von denen hier brauchen. Und 10 von denen. Okay, werde ich definitiv die anderen jetzt alle nochmal neu nachmachen müssen. Gut. Dafür habe ich ja Zeug gemacht. Obsidian. 16. Was soll der Geiz? Einmal Enriching. Rein, rein. Na, davon haben wir's. 32. Machen wir mal, machen 5. Okay. Zack, 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 zack. Wunderbar. Haben wir nicht hiervon noch da? 8. Reicht nicht ganz. Ich glaube, es war mal 2 für einen, ne? Ja, okay. Könnte vielleicht sogar jetzt schon aufgehen. So, 3, 4, 5. Ja! Wunderbar. Plop, 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 plop. Ausgezeichnet. Jetzt haben wir alle unsere Maschinen auf Ultimate. Und alle mit Speed und Energy geupgradet. Oh, da ist die Biene gespawnt. Skeletor-Bee. Wunderbar. Wunderbar. Jetzt kann ich da oben endlich. Endlich aufmachen, die Nester mitnehmen und so weiter. Die spawnen halt nur, wenn ein Nest komplett im Dunkeln liegt. Deswegen, ich hätte das tatsächlich erst zuerst so dahingesetzt, bevor ich, bevor ich halt Dinge und Sachen gemacht habe. Entschuldigung, ich hab ein bisschen. Ein bisschen durcheinander. So, aber wie gesagt, das nächste, was ich jetzt eigentlich machen will, ist halt wirklich den Reaktor von Mechanism zu machen. Wir müssen dafür halt nicht durch die Questreihe durchgehen. Wir können den halt im Prinzip schon Auto, von sich aus irgendwo hinstellen. Und warum nicht hier vorne irgendwo? Hier so, sollte eigentlich gut Platz sein. Muss halt nur ein bisschen Müll entfernen. Mit Müll meine ich die Natur. Bleib damit. Warum müssen die Bäume so groß sein hier? Ui. So, ach goddammit. Immerhin rutschen wir nicht mehr runter mit dem Jetpack hier. Das ist doch schon mal was Schönes. Fallschaden nehmen wir aber leider immer noch. Auf einer gewissen Höhe. Goddammit. Ich bin halt echt kein Fan von diesen Bäumen. Wenn sie halt echt viel Holz geben. So. Mr. Kakao-Log. Einmal weg bitte. So, die Pexel ist halt, na, wie was, man es vielleicht anhand des Rezepts schon denken konnte. Eine Axt, Spitzhacke und Schaufel in einem. Oh, auch? Ne, keine Ahnung. Dachte mir, es wäre vielleicht interessant, so ein Ding mal zu benutzen. Ich mache grundsätzlich eigentlich keine Pexels, aber. Ja. New Month, New Me. Glaube ich. Sagt man, glaube ich, so. Oder ähnlich. Zusätzlich
ein bisschen Schleichwerbung für mich selber. Also vielleicht nicht ganz so schleichend, aber also Werbung. Einige haben es vielleicht gesehen, vielleicht auch nicht. Aber ich habe angefangen, Satisfactory zu spielen. Und im Vergleich hier zu Minecraft, sag ich mal, schaue ich, dass ich da wirklich relativ viel editiere, rausschneiden, schauen, dass ich vielleicht das ein oder andere Meme reinkriege. Ne, halt, ich versuche halt ein richtiger YouTuber zu sein. Nee, aber ich stecke da schon Mühe rein. Also, wäre nett, wenn wir mal vorbeischauen. Bitte, ich bin so einsam. Nein, Spaß, aber ne? Es ist nicht einfach, oh, wir spielen jetzt Satisfactory und das gesamte Projekt wird wie beim Zusammenspiel mit dem Peter 80 Folgen dauern. sondern sollte schon ein bisschen knackiger werden. So, zum Beispiel, ersten Schritt haben wir quasi schon fast, ich glaube, in den ersten 3 Folgen fertig gemacht vom Weltraumlift. Also, ne, das ist auf jeden Fall flotter. Also, wer da irgendwelche Bedenken hatte. Ich schaue, dass ich halt Sachen wie zum Beispiel, oh, ich baue eine riesige Plattform und dafür brauche ich halt jetzt nicht irgendwie so ein Timelapse oder, ne, irgendwie irgendwas, ne, muss man nicht sehen zum 15. Mal. Sondern ich mache einfach, okay, Schnitt, zack, Übergang und gebe ihm. Ein richtiger Dutuber. Ich lerne. Nee, aber grundsätzlich, wer mich schon eine Weile gesehen hat, ich mache sowas tatsächlich selten bis gar nicht. Ich glaube, die einzigen Male, wo ich das wirklich gemacht habe, war in Terraria. Weil grundsätzlich schneide ich sowas, wenn dann überhaupt, direkt raus. Und bei Satisfactory dachte ich mir so, okay, ja, wenn ich hier zum Beispiel sage, wir bauen hier eine komplett neue Maschinenreihe auf, die noch, ja, die bisher noch nicht da ist. Zum Beispiel, ich glaube, in Folge 1 war das, hab ich Kupfer angesetzt. Und habe dann halt einfach, ja, ich habe es drin gelassen und habe einfach ein bisschen vorgespult und Musik drunter gelegt. Alles easy. Ja, also, von wegen, okay, man sieht's, was es ist. Man weiß es für die Zukunft. Das war's. So. Zusätzlich streame ich's auch. wer da Interesse hat, ich streame das Spiel auch. Wenn er die volle Experience erleben will. Drüben auf Twitch. Link in Videobeschreibung unter jedem Video. Ja, okay. Aber back to Minecraft jetzt. Genug mit Satisfactory. So, wir wollen unseren Reaktor bauen. Für den Reaktor brauchten wir Chemical Crystallizer. Okay. Genau, wir brauchen Lithium. Wir brauchen Hazmat Equipment. Sicherheitshalber. Ne? Wir haben weder LED noch schwarze Farbe. Kein Blei? Wirklich? Ich hab nie LED mitgenommen. Ja? Gut. New Filter, Tag, C, Doppelpunkt, Ors, Schrägstrich, LED. Ja. Ist so dumm, dass es jetzt so ist, aber na gut. Einfacher, I guess. Schwarze Farbe. Ihr ein paar Tintenfische, Boys. Ja. Ist. Pexel ist auch stärker als eine Axt.
hat einen Punkt mehr in Stärke drin und greift auch unter anderem schneller an. Sehr praktisch ist. Mein Sack haben wir, glaube ich, sowieso mehr als genug. Kann man das auch irgendwie in eine Maschine reintun? Beine? Richmond Chamber. Ja. Okay. Blöde. Aber. Alle Blocks. Okay, wenn so mein. I am Speed. Ich habe jetzt auch wieder. Ei! Oh, gut. Man. Ist wieder nur eine. Wo will ich hin? Da will ich hin. Ne, hier ist unser Spirited Reaktor. Der macht 95.000 mit Redstone. Ja, also Lecko Schmecko. Und ein bisschen LED. Wird mich schaden. Und ja, ich versuche wirklich so viel wie möglich mit den Bienen zu machen. Deswegen brauche ich auch die Scallabies. Weil mit denen können wir eine Wither Bee machen. Und mit der Withered Bee können wir an Ordemodium rankommen. Ja. Oder eine Ancient Bee machen. Das ist einfach Block of Neverite. Muss ich halt nur nochmal los, eine Nether und Neverite besorgen, das ist nicht. Aber Neverite lässt sich zum Glück auch vom Digital Miner abbauen. Also, na, statt mir einen Quantum Entangle Porter gehen Never, irgendwo, wo es nicht direkt am Anfang ist. Und dann geht's ab. Also. Und der Rest an den Bienen, die ich da halt gemacht habe, war halt hauptsächlich so, okay, könnte man alles mal brauchen. Haben wir noch nicht. Warum nicht? Oh, orangene Farbe. 6. Will ich dich zu Farbe machen? Okay. Schornstein. Gut. Machen wir halt so. Schuh da jetzt echt reingeschmissen? Vielleicht. Schuh? Brust? Hose. Nice. Unfashionable, but smart. So, das Achievement haben wir. Wir müssen halt ihn hier mal machen. Der Rezept. Okay. Zwei. Eins. Oh Mann. Aloy. Ich glaube, ich muss ja wirklich mal jetzt komplett aufdrehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Redstone. Ein Sack. Du, rein da. Ihr. Wieder zurück, weil ich brauche Copper. Oh oh. Ganz vergessen, dass wir da Copper für brauchen. Eine Copperbiene wäre nicht schlecht. Wir haben noch keine Copperbiene. Was brauchen wir für eine Copperbiene? Ich werde erstmal, ne, den Digital Miner benutzen. Ne? Also. Alles in Ordnung. Warte mal. Ich glaube, das sind leider nicht die Redstone Alloy. Nee, schade. Das wäre zu schön gewesen. Na gut, Copper Bee ist Ashy Mining Bee mit Crystalline Bee. Haben wir eine Ashy? Sollten wir eigentlich haben. Ashy. Nö. Wir haben keine Ashy Mining Bee? Echt? Das verwundert mich jetzt auch. Okay. Wo findet man dich? Dirtmist im Overworld. Also auch einfach irgendwo finden. Du da. Das ist schön.
Config, New Filter, C Doppelpunkt, Ors, Schrägstrich, Copero. Start. Immer schnell den hier machen. Oh. Using, Reaching. So. Aber sollte fürs erste reichen eigentlich. Na, den Cube habe ich auch auf Ultimate schon gemacht. Weil ich dachte mir, anders lade ich meinen Jetpack definitiv nicht auf. Das würde ewig dauern sonst. So, bab. 31. So, haben wir wahrscheinlich erstmal Blei bis zum Umfallen. Ich weiß, Mystical Agriculture ist definitiv besser als die Bienen. Also je nachdem. Aber wir können Mystical Agriculture immer noch nicht so wirklich automatisieren. Also wir können es automatisieren mit den Pylons, aber bin ich eigentlich kein großer Fan von den Dingern bisher. Ich habe sie noch nicht ganz benutzt, aber dass man halt eine Home mit benutzen muss und sind bestimmt richtig gut, aber so ein Phyto Grow Setup ist halt auch schon insane. Vor allem, weil es platzsparender ist. Das Redstone hier schon mal reintun. 4, 4. Blub, blub. Das ist reichlich Copper. David Copper fehlt quasi. Strom sieht auch gut aus. So läuft das Leben. Reichen werden reicher. Was? War er das? Hat er das Copper unter uns abgebaut und das klang so? Okay. Bin ehrlich, das hat mich jetzt ein bisschen erschreckt. Und überrascht. Und bitte mach das nie wieder. Danke. Ein Steck. Jan. So, das war im Crusher jetzt, ne? Ja, ganz cool. Das war auch ein 1 zu 1. Also machen wir einfach Diamant und einen Stack. Ja, zwei Stacks Diamant. Neblig und Regen draußen. Ich meine, ich weiß, es ist Oktober, aber es ist kein Grund, hier irgendwelche Horror-Mods mit reinzubringen. Ich habe übrigens wieder ein Update. Da wurden halt einfach ein paar Rezepte wurden entfernt, die halt doppelt waren. Ich glaube, ein paar Audemodium-Quests wurden noch ein bisschen angepasst. Nee? Also irgendwas mit den Quests wurde nochmal gemacht, also, ne? So und so. Oh. Stimmt. Okay, dann holen wir uns noch ein paar mehr davon. Habe ich auch kein Problem mit.
Im Meer umso besser, ne? Oh, die Fenster zu ihr. Finde das eigentlich echt cool. Muss ich mich ausnahmsweise mal selber loben. Das war eine coole Idee. Nicht oft gute Ideen, aber das war eine davon. Doch erstmal überlegen, ob wir uns so eine Lumblebee machen. Die macht nämlich, dass der Tree Log, den man hat, also als in dem Feeding Slab drin, die erntet den quasi und macht den Log einfach. Und das ist halt eigentlich schon recht cool. Was fehlt? Hier. Was Refined Obsidian mit Osmium. Habe ich ein bisschen Osmium aufgestockt. Rein da. Oh nee. Bitte sag mir, ich habe es einfach reingetan. Puh. Das wäre ärgerlich geworden sonst. Alter. So. Oink. Tada. Oh, gibt's ein Fluorite Bee? Sieht so aus. Fluorite Bee. Fluorite Block oder Ohr. Na, Diamantbiene verfüttern. Okay. Übrigens, sehr, sehr wichtig, was jetzt bei den Bienen dran steht. Also functions as a simulator upgrade and a block upgrade. Bin mir ziemlich sicher, das stand vorher nicht da. Oder habe ich mal hier geschaut? Hier steht das, glaube ich, nicht, ne? Ich habe einfach immer so geschaut, aber nie draufgeklickt oder so, keine Ahnung. Die werden wir auch brauchen. Das ist nicht ganz so cool. Ja, genau. das müssen wir dann tatsächlich mit Mystical Agriculture machen, aber es ist einfach. Nautilus Shell. Out. Chris Marine Bee. Wait, what? Inchard. Nee, Heart of the Sea kann man nicht craften. Ärgerlich. Okay, wir haben ihn. Wir haben unseren ersten Schritt in die Reaktorrichtung getan. Nächstes, was wir brauchen werden, ist definitiv Lithium. Lithium kann man hier auch nicht abbauen oder so, ne? Das Landbreeder morgens um 6. Ich hasse solche Bienen. Liquid Lithium, Water Bee. Okay, wir brauchen Thermal Evaporation Plants. Thermal Evaporationsplant. Brauchen wir erstmal die hier. Bronze? Increase Production Speed. Kriegt man 8 raus. Ay, Dios mio. Du? Some dangerous radiator that is capable of emitting massive amounts of heat to its surrounding. Ja gut, scheint, als würden wir hier mal einen Stack von denen machen müssen. Würden wir einen Stack von denen machen können. Bronze. Haben wir da eine einfache Methode? Den mit Copper. Ja gut. Hinlegen. Bronze. Können wir eine Bronzebiene machen? Er will einfach nur noch alles mit Bienen machen. Könnten wir ja. Mit Copper plus Tin.